Ja, es ist in jedem Land immer eine Herausforderung, die Produktion. Im Augenblick natürlich aufgrund des neuen X4-Anlaufs sind natürlich alle sehr engagiert. Das ist immer eine Herausforderung, weil dann die Produktion hochläuft, die Lieferanten hochlaufen und wir gleichzeitig hier in Summe ein hohes Volumen haben, weil wir gleichzeitig eine hohe Auslastung mit X5 haben, mit X3. Also insofern hier ist guter Druck im Kessel, würde ich mal sagen. Spannend und es sieht ganz gut aus. Die Mitarbeiter machen hier einen exzellenten Job. Drei Themen damals. Einerseits das Marktwachstum in den USA, was wir gesehen haben, dass wir dort weiteres Potenzial haben. Ein zweiter ganz wichtiger Grund war das Thema Natural Hedging, die Unabhängigkeit sozusagen vom US-Euro-Wechselkurs, weil eine Fertigung in den USA uns dadurch natürlich die Möglichkeit gibt, in Dollar-Wertschöpfung zu generieren. Und das dritte war, dass wir glaubten, die Marke wird sich hier auch weiterentwickeln. Und der SUV-Markt in den USA war damals sozusagen das Home-Turf. Und da haben wir gedacht, wenn wir eine Produktion hier in den USA starten, dann werden wir die Marke und die BMW Group weiterentwickeln. Erstens mal ist ganz, ganz wichtig, dass jeder Mitarbeiter hier in diesem Werk wie in Deutschland die Top-Priorität auf Qualität hat. Qualität und Produktivität. Wir haben hier natürlich auch mehr investieren müssen noch in Ausbildung, Weiterbildung, weil ich nicht wie in Deutschland so viel qualifizierte Absolventen finde, im Azubis, die eine hohe dreijährige Ausbildung haben. Insofern kann man mal von beiden Seiten lernen. Die Amerikaner sind sehr flexibel, die sind sehr positiv, die sind sehr auch engagiert, was das Thema betrifft, wie in Deutschland. Und wir haben auf beiden Seiten sehr dazugelernt. Die Entwicklung ist zentral in Deutschland im Forschungsingenieurszentrum und geht natürlich dann mit dem Serienstart hier rein. Aber es gibt einen kleinen Teil der Serienbetreuung natürlich hier in diesem Werk. Weil natürlich, wenn in München die Leute schlafen in der Nacht, dann kann hier immer noch die Produktion laufen und da muss einer auch schnell mal entscheiden können. Deswegen gibt es immer eine kleine serienbegleitende Entwicklungsmannschaft, auch hier vor Ort in Spartanburg, auch für lokale Freigaben von Lieferanten. Weil wir ja dann hier in den USA nicht nur mit dem X3 oder X5 wachsen, wir wachsen ja dann auch mit 3er, 5er, mit 7er Produkten. Und das führt natürlich auch zu einer höheren Auslastung der Werke in Deutschland, weil die Marke in Summe ein positives Momentum hat. Yeah, for us, it's always a challenge to produce a world-class quality car, which is absolutely competitive, which is absolutely premium. And for now, here in this plant, is exactly the time because we are launching the new X4. Everyone is excited, and the focus is now is ramping up the X4 and delivering a great job. Number one was the strategy that production follows the market, that we saw further growth potential in the United States. The United States are the biggest premium market in the world, and we saw during that time in 1992 further growth opportunity. The second one was the natural hedging to make the BMW company more independent from currency fluctuations between the euro and the dollar. And the third one, that we could further develop the brand here in the United States with having a plant here. And the history of the last 20 years has shown that this was true. First of all, we love diversity within the BMW Group. And from the Americans, you can learn flexibility, a positive motivation, a positive fighting spirit, a very much team-oriented culture. And from Germany, for example, you can learn a lot of highly competent, highly disciplined people. And both is necessary to be successful, to deliver world-class products. It's still in Germany, in the FITZ, in the Research and Development Center. But there's a small portion here in the plant as well, which we call serious development in terms of when we have cars in serious production. You sometimes need an R&D colleague who then decides in the night shift here what to do if there's an issue where the people in Munich are sleeping. So you have a small R&D team here also in this plant as we have in other overseas plant. So a little bit of R&D, but the main R&D is still in Munich. The advantage is that we are not just growing with the X3, X4, X5, X6 models. We are growing also with the other models in the United States, with the 3 Series, the 4 Series, the 5 Series, the 6 and 7 Series. And this brings us to more growth and more capacity usage also in the German plants. And so the associates are benefiting from the growth in China and the growth in America also by having a fully utilized plant in Germany.